Die russische Staatsanwaltschaft hat 13 weitere Jahre Haft für den Oppositionspolitiker Alexei Nawalny gefordert, sowie 2 weitere Jahre Haft auf Bewährung. Nawalny sitzt bereits eine 2,5-jährige Haftstrafe wegen Betrugs in einer östlich von Moskau gelegenen Strafkolonie ab, wo auch der jetzige Prozess abgehalten wird. In dem aktuellen Verfahren gegen Nawalny geht es um die angebliche Veruntreuung von Spendengeldern in Höhe von umgerechnet 4 Millionen Euro. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International verurteilen den Prozess als Farce. Auf Nawalny war im August 2020 in Russland ein Anschlag mit einem Nervengift aus sowjetischer Produktion verübt worden, den er nur knapp überlebte. Nach mehrmonatiger medizinischer Behandlung in Deutschland kehrte er im Januar vergangenen Jahres nach Russland zurück, wo er umgehend festgenommen wurde. Seit seiner Inhaftierung gehen die russischen Behörden massiv gegen Nawalnys Unterstützer vor. Seine Regionalorganisation sowie seine Antikorruptionsstiftung wurden verboten. Nawalny selbst und einige seiner Mitstreiter wurden im Januar auf eine offizielle Liste von Terroristen und Extremisten gesetzt.